wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wir sind gerade auf dem Weg, um genau zu sein. Ich und? Ich. Und ich? Ja, also eigentlich war der Tag so geplant, dass ich nur mit meinem geliebten Sohnemann unterwegs bin, denn wir haben heute richtig krasses vor. Oh, jetzt sind wir im Tunnel. Wir werden nämlich heute zusammen zum XXL Riesen Asiamarkt hier in Hamburg fahren, unseren liebsten Asiamarkt Winloy. Da gibt es einfach alles und auch wirklich so richtig asiatische Sachen, die du sonst hier in Deutschland nicht kriegst, wie zum Beispiel unsere geliebte Stinkefrucht, die Durian, die kennst du ja schon. Und Johann will da vor allen Dingen ganz, ganz viel shoppen, denn er ist ja auch ein kleiner Gourmet. Genau. Wer lacht denn da? Anastasia. Ja, also wie gesagt, wir waren eigentlich, wollten nur wir beide und jetzt sind einfach noch mal drei Leute dazugekommen. Und zwar einmal diese süße Maus hier, Anastasia. Achso, ich dachte, hallo. Du mich. Hallo, Anastasia, die süße Maus. Ah, oh Gott, Justus. Ich habe ihm eben noch gesagt, ne? Bitte fahr vorsichtig. Ja, sonst wäre ich mit reingefahren. Also lieber bremsen als. Und Anastasia hat hier ein tolles Buch. Zeig mal, Anastasia. Das ist so eins, wo man zeigen kann, was man schon alles kann als Baby. Zum Beispiel einen Reißverschluss aufmachen. Was haben wir noch? Anastasia, zeig mal. Genau. Nochmal Knöpfe aufmachen. Ist gar nicht so einfach, ne? Ist gar nicht so einfach, die Knöpfe. Und dann kommen noch Schnürsenkel etc. Ist schon ein cooles Buch für Babys zur Beschäftigung so während der Autofahrt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Wir werden da heute richtig ordentlich zuschlagen und auch natürlich unsere geliebten Nudelsuppen etc. holen. Wir nehmen dich dabei mit. Ich hoffe, du freust dich. Bis gleich. Etc. Etc.? Durchgehend etc. Durchgehend du selber etc. Du machst doch die ganze Zeit etc. 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 Du etc. Du etc. etc. Du. Etc. Du. Du. Du etc. Du. Johann? Ja, so wäre es die ganze Zeit gelaufen, wenn nur wir beide allein unterwegs wären. Ja. Ach, immer nur Quatsch. Vielleicht können wir die neuen Baby-Skills filmen. Neue Baby-Skills? Ja. Welche sind das? Hallo. Und ja, hallo. Das heißt, er kann jetzt noch viel mehr, ne? Ja. Das hat auch schon Johann gesagt. Ja, Johann. Also ihr erstes wirklich richtiges Wort ist Johann. Ja, komm. Komm. Muss noch abschließen, mein Schatz. Hast du abgeschlossen? Die immer, um mich so lange zu nerven. So, wir sind da im größten Asiamarkt in Deutschland. Mein Lieblings-Asiamarkt, die gibt es einfach alles. Was? Aber es ist stimmig, dass du sagst, aber es ist ein großer Laden. Es ist ein riesiger Laden. Let's go. Johann, zum ersten Mal übrigens hier. Ich finde es gut, dass du mit dabei bist. Dann kannst du nämlich... Ich kann tragen. Ja, du kannst doch jetzt tragen alles. Und ich kann einfach shoppen mit Johann, ne? Dann mal los. Hier vorne sind schon gleich die Suppen. Mami, wollen wir los? Komm, das. Der Papi braucht wieder, ne? Ja. Bisschen länger. Seine Zeit. Warte, wir müssen so, einmal einzeln. Es geht los, ja, einzeln. Oh, was ist das? Nein, das funktioniert nicht. Jetzt zu meiner Zeit. Nein, was machst du mit meinem Baby? Nein! Okay. Die erste Hürde schon mal geschafft, alle Kinder durchzukommen. Da. Damit du nicht wieder rausgehen kannst. Chipssinger. Ach guck mal, hier gibt's auch meine Lays. Nur mit... Was? In Sushi-Geschmack? In Sushi? Oh komm, das nehmen wir mit, Johann. Das müssen wir probieren. Gibt's die noch in anderen? Das sind doch Lays, oder ist das so eine Nachmache? Was? Das steht irgendwie was anderes drauf. Lay. Die brauche ich auch wieder, Justus. Geh doch nicht so schnell, du musst jedes Ding angucken, sonst verpasst du alles. Ich bin doch nur dein Träger. Du bist doch nur mein Träger. Reicht dir eine Packung, sag mal. Proteine. Ja, nicht, da sind viele Proteine drin. In Streifen geschnittener Fisch. In Streifen? Ich glaube, das ist nicht so richtig. Justus, es geht auch darum, Neues zu probieren. Weißt du, wenn du dann so als Deutscher dann in so eine Dinger beißt. Also wenn ich als Deutscher in Scheiben geschnittenen Fisch esse, der... Ja, ich denke, das kommt gut an. Bitte abstimmen, liebe Community. Das sieht lecker aus. Johann, was brauchen wir wieder? Wir brauchen viele Daumen hoch für... Ja, 10.000 Daumen hoch. Für was? Für was? Damit er
Packung auf ist. Damit der drei ausgewählte Sachen von uns ist. Die stellen wir dann am Ende dieses Videos vor. Sehr cool. Was soll ich sagen? Ich bin unfassbar stolz. Unfassbar stolz. So, nee, Justus, wir nehmen Kisten. Ja, die gibt's. Doch, Kisten gibt's. Die gab's da am Eingang. Mami, hörst du das hier? Sind die auch gut? Hot Chicken. Weiß ich nicht, wir müssen ausprobieren. Ich habe Johann gesagt, wir müssen jetzt mal auch neue Sorten ausprobieren. Ja, nicht immer dieselbe. Genau, das es gibt ja ganz viele Nudelsuppen. Und ja, dann nehmen wir so zwei mit, immer von jeder Sorte, ja. Oder? Ja, dann nehmen wir noch zwei von der. Hot Chicken Flavor. Light. Guck mal, da können wir abnehmen, wenn wir das essen. Weniger spicy ist es. Und weniger Kalorien. Ich habe jetzt von hast du die Kalorien? Sag mal, ich will abnehmen. Die habe ich auch. Okay, ich will abnehmen. Bitte. Aber cool, die sind neu. Also normalerweise achten Asiaten nicht so sehr auf so Light-Produkte. Aber ja, ist auch cool. Die Kimchi waren nicht so gut. Davon habe ich Bauchschmerzen bekommen. Echt? Ja. Doch, ich fand die eigentlich lecker. Nee, zweimal scharf schmeckt nicht. Zweimal scharf nicht. Ich kenne mich ja nicht so aus. Kennst du mich? Aber du isst ja auch gerne, ne, mein Schatz? Ja. Das sind die doch. Ja, ja, aber sind ja nicht die Zweimal-Dings, sondern die Einmal. Nee, wir nehmen auch nicht die Zweimal-Dings. Oh, wir nehmen die hier. Oh mein Gott. Warte mal, hast du die richtig gemacht? Ich guck mal kurz. Kotschigen Flavoren. Ich muss die eigentlich aufmachen, sonst weiß ich nicht, ob es die richtigen sind. Ich weiß nicht, ob man das aufmachen darf. Wieso nicht? Ich will das ja kaufen. Ich kaufe doch keine Katze im Sack. Ja, und wenn du es nicht kaufst, dann haben wir es aufgemacht. Was hast du gerade verboten? Das ist so aufregend. Das ist so aufregend. Das ist wieder anders. Ups. Das waren die Doppelschrauben. Nee, das sind die nicht. Schreckliche Nachricht. Es gibt unsere Lieblingsnudelsorte nicht. Wir sind eigentlich nur dafür gekommen. Wir wollten zwei Kisten mitnehmen. Es gibt sie noch nicht mal einzeln und auch nicht in Kisten. Deswegen, ja. Super, super schade. Wir sind sehr, sehr traurig. Ja. Essen wir jetzt einfach mehr Spaghetti und dann eine scharfe Soße. Guck mal. Oh, das sind so Käsewaren. So käsige. Nimm mit, jetzt müssen wir halt andere mitnehmen, weißt du? Weil, nee, das sind die zweimal Spicy, das sind andere. Wir essen nämlich normalerweise die Stew-Type. Habe ich dir auch schon mal gezeigt. Gibt's aber im Moment nicht. Ausverkauft. Sonst nehmen wir die mit. Ja. Wir müssen ja nicht die Soße nehmen, ja, weißt du? Ja, wir können uns die von zu Hause, wir haben ja die einmal. Und dann das machen wir weiter. Oh, total lieb. Sie haben jetzt gerade extra die Musik ausgemacht, weil ich gesagt habe, das ist so laut für das Video. Oh, Justus, du gehst an den besten Sachen vorbei. Hör auf damit. Justus, hier gibt es doch noch so... So? Mochi. Durian Mochi. Durian Mochi. Das brauche ich. Justus, oh, was ist das denn? Ich will unbedingt so ein Eis. Diese Eis-Dinger. Justus. Durian Mochis. Habe ich noch nicht probiert, muss ich probieren. Justus, mittlerweile als Durian-Fan, wird das auch probieren. Aber was ist das? Frozen Thai Dessert. Mung Bean? Probiere ich auch. Nehme ich auch mit. Das sieht auch ziemlich lecker aus. Ja, Durian tiefgefroren nehmen wir auch mit. Hier ist es. Das ist jetzt natürlich die Frage. Das ist nur eine kleine Packung. Ne? Wenn das jetzt lecker schmeckt, ärgere ich mich, wenn ich nicht noch mehr mitgenommen habe. Aber wenn das nicht lecker schmeckt, ärgere ich mich, dass ich zu viel mitgenommen habe. Okay, ich nehme jetzt einfach Durian und Mango einmal mit. Dann einmal wieder zu. Oh, ich liebe Mango. Siehst du, dann kannst du auch probieren, ja? Kokosnuss gibt es auch, aber das mögen wir nicht so. Guck mal, wir sind auch präpariert. Wir haben hier, danke Lisa, genau, eine Kühltasche dabei. Leider ohne Kühlsachen. Egal, ich hoffe, das hält trotzdem. Wollen wir eine richtige Durian nehmen oder ein Stückchen? Das ist jetzt die Frage, ne? Hier gibt es ganze eingefrorene Durian oder schon geschälte Durian. Wir nehmen also, jetzt gibt es noch mehr. Guck mal, jetzt gibt es noch mehr Sorten. Warte, mach mal zu. Ich will nicht, dass es hier kalt wird. Aber die habe ich schon probiert. Die. Aber jetzt gibt es auch noch rot und grün. Den nehmen wir von jeder Sorte ein, Johann. Mhm. Oder? Ja. Dann wissen wir es fürs nächste Mal, was besser schmeckt. Ja, sieht gut aus. Hast du hier von jeder Sorte, ne? Ja, ich musste rübergreifen. Ach, von jeder Sorte? Ja, von jeder Sorte. Ich dachte, wir hätten es schon. Wenn man schon mal hier ist. Aber schade, so ganz frisch haben sie die hier nicht. Die haben sie in ganz, leider nur tief gefroren. Der wurde schon geöffnet. Ich nehme eine andere. Guck
große Liebe. Tiefkühltruhe hinten bei den Desserts habe ich schon ein bisschen was ausgesucht. Jetzt will ich diese da haben. Ich glaube, das sind diese Glasnudeln, Süßkartoffelglasnudeln, okay. Weiß ich nicht, ob die das sind. Ich wollte auf jeden Fall so breite Glasnudeln haben, weißt du, damit kann man auch richtig tolle Gerichte machen, mega lecker. Und ich nehme die jetzt immer mit und probiere mal, ob es die sind. Was ist hier los? Irgendwelche neuen Süßigkeiten. Ich will unbedingt chinesisches Eis haben. Johann wollte das unbedingt. Chinesisches Eis? Nein, das hier. Zeig mal, Mami. Ach so, ist das... Er meinte, das ist irgendwas, hat er auf TikTok gesehen oder ja, so. Ja, das ist irgendwie, da schlürft man dann. Schlürft man raus, ja? Musst du uns das dann zeigen, wie das geht und dann macht Papi das auch. Rausschlürft. Oh ja, Anastasia. Und was gibt's hier? Entenköpfe, meine ich. Entenköpfe? Ja, hier. Okay. Wow, eine Delikatesse in China. Und? Justus. Ja. Fischaugen? Glaube ich. Johann, hör mal auf jetzt. Oh, dafür ist Justus hierher gekommen. Da freue ich mich sehr. Seine Kiste Kokosnüsse. Wolltest du wirklich zwei Kisten mitnehmen? Ja. Bist du dir jetzt immer noch sicher? Ja. Okay. Seitdem wir in China waren, bin ich der Fan davon. Also da waren sie auch echt frisch. Ne? Also hier im deutschen Supermarkt kriegt man die auch, diese Kokosnüsse ja, hier, sowas. Sehr, sehr frisch. Ja, hier sind sie wirklich frisch. Aber im deutschen Supermarkt sind sie auch oft schon so drin, so geschimmelt. Ja. Super schade. Ja, sehr teuer und dann sind sie auch noch geschimmelt. Das ist natürlich doof. Deswegen. Ist das eine Zucchini oder was? Nee, das habe ich auch nicht verstanden, was das ist. Tungwa. Kenne ich leider nicht. Müssen wir alles ausprobieren. Oh, Johann. Rice Cake. Ach, und die wollte ich auch mitnehmen. Das sind auch Rice Cake, aber die sind so platt. Siehst du das? So ein bisschen platt, aber schmeckt auch super lecker. Das möchte ich auch haben. Was denn? Mondkuchen. Vom Mondfest noch übrig geblieben. Oh ja, dann nimm auch welche mit. Sind die runtergesetzt? Nein. Warum nicht? Die Mondfest sind doch schon nein, vorbei. Das schmeckt immer nicht so. Aber ich will mitnehmen. Ein? Du gehst wieder zu schnell, Jus. Ich bin hier noch nicht fertig. Ja. Denn ich bin hier bei den eingelegten Sachen. Und du weißt, wie sehr ich eingelegte Sachen liebe. Das ist Radish, also Justus. Was heißt nochmal Radish, Justus? Was? Radish. Rettich, genau. Eingelegter Rettich. Super lecker. Also wenn du Kimchi magst, also allgemein so fermentierte, eingelegte Sachen, dann probier das. Das schmeckt so gut. Haben wir auch letztens beim Koreaner gegessen. Und ja. Oh mein Gott. Mein Mund. Voller Sabber. Also das nehme ich auf jeden Fall mit hier. Mal gucken, was es noch so gibt, so eingelegte Sachen. Achso, allgemein Kimchi wollte ich auch noch mitnehmen. Aber da nehme ich hier. Das ist Kimchi, was ich mal ausprobieren wollte. Soul Kimchi. Weiß nicht, ob das besonders lecker ist, aber hier gibt es ganz viele davon. Also probieren wir das aus. Die hier. Hast du Mondkuchen mitgenommen? Ja, ich habe einen Mondkuchen dabei. Welche Sorte aber denn? Die gibt es ja in verschiedenen Sorten. Rote Bohnenpaste, was gibt's noch? Lotuspaste. Durian. Hast du Durian mitgenommen? Nein. Warum nicht? Durian. Durian und ein Eigelb. Durian und Eigelb, ja. Eigelb gehört doch schon rein. Justus geht mir zu schnell. Ich geh nochmal zurück. Mein Vater ist zu schnell. Guck mal, wenn wir jetzt alleine unterwegs gewesen wären, dann wäre das alles chilliger. Das ist so typisch für Justus. Genau. Total effizienter immer. Typ. Immer ist am Essen so durch. Schlimm. Und dann haben wir noch vier, fünf. Nächstes Mal gehen wir doch allein, ja? Johann? Ja. Hinter uns ist ein baby-asiatisches Mädchen, das ist so süß. Oh. So niedlich. Okay, Justus hat Durienkekse. Durienkekse entdeckt. Justus. Nehmen wir mal mit. Dann müssen wir das wohl mal probieren. Was? Sogar beide? Ja, es sind zwei verschiedene. Okay. Also haben wir noch Ingwer. Guck mal, guck dir das mal an. Ich hab keinen Ingwer. Hast keinen Ingwer mehr? Dann nehmen wir Ingwer mehr. Guck mal, diese riesen Knollen hier. Die kannst du hier kriegen. Guck mal, die haben hier sogar meine Liebsten. Sind das nicht meine Hokkaido in Grün? Die mag ich ja so gerne. Aber da fahren wir bald auf den Kürbishof, die werde ich dort holen. Ja. Oh. Ist das hier alles verschiedene Ingwer oder was ist das hier? Nein, das ist einfach nur Ingwer. Okay. Ich dachte, das ist Kürbishof. Ja. Deutscher im Asiamarkt. Das ist ja keine Zuckerschote, oder? Oder doch eine Zuckerschote? Justus meinte gerade, das ist aber eine coole Zwiebel. Ja, nee, aber eine Zuckerschote, aus der man Zucker gewinnt. Ja, das ist eine Zuckerschote. Ach, lass mal mitnehmen. Ja, aber was macht man damit? Zuckergewürz. Kochen? Nein. Kannst du auskochen. Nicht.
Justus, das sind alles skurrile mit. Also Bambus, ich hab, guck mal, das ist ein Bambusspross. Ja. So dick ist ein Bambus. Also ich habe jetzt gerade noch mal Koriander mitgenommen. Im Asiamarkt gibt es einfach immer den leckersten Koriander. Ah, Anastasia! Und das wollte ich mal ausprobieren. Das gab es hier in der Tofu-Abteilung, da in der Ecke. Und zwar Sichuan-Tofu, das heißt auf jeden Fall scharf. Extra lecker, weil original asiatisch steht da drauf. Bei Zuckerschoten sind doch die kleinen. So sieht das aus. Nehme ich mit. Anastasia! Was ist denn da? Hab ich jetzt doch nicht mitgenommen. Doch nicht, ne? Zuckerschoten sind doch die kleinen grünen. Dinger. Komm, bevor wir nicht wissen, was wir damit machen sollen zu Hause, ist auch doof, wenn es da nur darum liegt. Reinbeißen und dann lange Zucker auf der Toilette sitzen. Okay. Achso, ich habe noch überlegt, ob ich einen Silken Tofu mitnehme, obwohl ich jetzt da eigentlich ganz guten Ersatz im deutschen Supermarkt gefunden habe. Hat Justus für mich gefunden. Er ist wirklich ein Schatz. Ich suche immer nach gesunden Sachen. Sogar vegan. Oder Schokolade. Muss ich dir mal zeigen. Das findest du noch. Muss man nicht extra zum Asiamarkt, wenn man Silken Tofu haben möchte. Schmeckt einfach mega geil, lecker. Ich nehme es trotzdem mit. Warte mal, bis wann ist das haltbar? Ende Oktober. Ja, nehme ich mit. Wir waren ja in China und da gab es einfach den leckersten Mais, den ich jemals gegessen habe. Er war so buttrig, so ganz anders als hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist er eher so ein bisschen knusprig und in China war er so weich und Juan greift schon zu. Ja, ich habe gesagt, wir müssen das ausprobieren. Vielleicht liegt das an der Sorte Mais oder auch an der Zubereitung. Ich weiß es nicht genau. Aber wir probieren das jetzt aus. Das ist jetzt schon gekochter. So komisch schwarz, gelb. Keine Ahnung. Wir probieren es aus. Schon angeschimmelt mit dabei? Nein. Der ist extra so gewachsen. Und dann gibt es noch den hier. Ziehen Sie mal einmal das hier und dann das da. Das ist aber einfach nur junger Mais gekocht, steht hier. Ich glaube, das ist nichts Besonderes. Darf ich oder nicht? Das ist die Frage. Hier gibt es Taschenkrebse, ne? Meine Güte. Ich war ja letztens essen im Seafood-Restaurant und ich weiß nicht, also am liebsten esse ich Taschenkrebs. Das ist einfach vom Geschmack her das absolut leckerste, was es gibt auf der Welt. Hier gibt es so einen ganzen, guck mal, richtig schön groß auch. Nee, das ist schon... Oder eben auch so klein gemacht. Aber das ist langweilig, weil die haben keinen Körper, weißt du, und der hat halt noch den Körper. Und es riecht nicht mehr extrem, auch in der Tiefkühltruhe. Also es gibt nicht leckereres als Seafood als Taschenkrebs. Das sagt sogar Justus, ne? Du sagst nee, ist so. Königskrabbe. Königskrabbe schmeckt noch nichts. Sieh mir die langen Beine, das ist doch die Königskrabbe. Also ich finde, Taschenkrebs schmeckt auch wirklich so ganz besonders. Ja, ein bisschen nussig, finde ich. Guck mal, da sind ja auch ganz kleine. Aber die hast ja gar nichts dran. Das bringt ja gar nichts. Ja. Justus sagt, ja mach! Dann mach ich. Dann suche ich mir den leckersten aus. Der größte ist gleich der leckerste. Guck mal, welcher ist am größten, aber ich glaube, die sind alle gleich groß. Zwischen 600 und 800 Gramm sind die alle hier. Ich glaube, der hier sieht ein bisschen größer aus als der andere. Ja? Ja, komm, dann nehme ich den. Danke, Johann. Oh, ist aber schon voll. Willst du mitnehmen oder nicht, Johann? Was ist denn dein Gemüse? Das müssen wir gucken. Was Koreanisches oder Japanisches, ne? Mit Senfgemüse. Mit Reis und Senfgemüse. Probier einen, wir müssen es ausprobieren, Johann. Dann nehmen wir zwei mit. Okay. Boah, das kann ich auch, wenn ich bin hier die ganze Zeit am Gucken. Ich will nichts verpassen. Auch. Die haben wir schon geguckt? Das ist massiv hart, damit kann man jemanden ausnocken. So fertig gemachte Dumplings gibt es ja auch zuhauf. Haben wir jetzt auch welche mitgenommen zum Probieren. Da, naja, weiß man immer nicht, was so drin ist, ne? Aber so ein bisschen Risiko eingehen. Ja, die hier, das war das Leckerste, oder? War das? Ja. Sind nur ein bisschen ungesund. So ein ganz kleines bisschen ungesund. Zeig mal, Johann, das sind diese... Ja, das sind Cäsar. Getränke. Mit den Fischeiern. Die Gehirnaktivitäten ein bisschen einschränkt. Aber echt lecker, ne? Muss man schon sagen, wirklich. Tja, ist die Frage, ne? Ich denke so, mal, einmal im Jahr kann man ruhig. Ach, jetzt, wollen wir auch Lidschi enthalten? Hast du schon Lidschi? Ja, die hatte ich letztes Mal ja schon mal getestet. Das sind die ja mit der Kugel. Ja, die gar nicht so einfach aufzumachen. Ich möchte das unbedingt probieren. Willst du das jetzt mitnehmen oder nicht? Ich will das mitnehmen. Okay. Ich will auch die probieren. Ja. Nimmst du jetzt jede Sorte? Ja. Außer Melone. Melone ist eklig.
Ja. Warum? Wir machen Melone trinken. Melone ist doch super lecker. Hallo Anastasia, das ist so. Ich liebe Melone. Oh, ja, süß. So niedlich, Anastasia. Okay, aktuell sieht unser Einkaufswagen so aus. Das ist schon voll. Guck mal, warte. Das ist auch so gut voll. Ich war mir sicher, dass das hier mit den Froscheiern drin ist. Das ist doch keine Froscheier, nein, sag mal. Nein, das war nicht das. Doch. Das war das Gelbe. Nein, das war das Gelbe. Was? Wovon redet ihr? Froscheier zum Trinken. Nein, ach, halt auf. Wasser, Basilikum. Basilikumkerne sind das. Froscheier, so typisch. Typisch Deutscher. Das sind doch bestimmt Froscheier. Das sind Basilikumkerne. Guck mal, was ist das ja? Was hast du denn da? Kaffee für Papi. Nee, das ist Tee. Nee, Tee. Das ist Tee. Das ist wichtig. Peking-Entensoße, ja. Ja, die ist ganz anders. Ist nicht Rosinensoße, sondern Peking-Entensoße. Ja, Anastasia. Ja. Toll. Für Gurken und ja, Peking-Ente. Ja, ich habe noch ganz viele andere Sachen gekauft. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht gezeigt jetzt. Also so ein Rettich, das ist auch so eingelegt, super lecker. Eine Sesamsoße, soll ich, wollte ich schon immer probieren, aber die haben nur so riesen Flaschen. Aber heute ich habe noch das hier eingepackt. Ja, die fand ich gut. Ja? Okay, eine Empfehlung von meinem Sohn. Wir haben noch was für Anastasia. Das? Ja. Hat sie sich ausgesucht? Ja. Oder Papi? Papi hat mit Anastasia zusammen. Oh, okay. Und sie hat schon reingebissen. Hat sie schon reingebissen? Ich weiß nicht, ob es die Kimchi-Nudeln waren, von denen ich Bauchschmerzen bekommen habe, aber die, oder die, auf jeden Fall eine von denen war lecker. Ja, ich habe noch einen Rettich mitgenommen, weil ich möchte mir wieder meine Rettichsuppe machen. Also ganz, ganz viel. Eigentlich muss ich noch mal einen separaten Haul machen. Nee. Oh, guck mal, ein Chinese. Da hinten ist ein Chinese. Ja, das ist echt ein Hut. Ja, echt. Okay, gut. Ja, ein echter Reishut. Oh, ich auch. Ach ja, so mit so einem Schleifchen davor, warte. Und Papi auch. Papi auch? Das ist aber sehr, wie nennt man das? Das macht man doch nicht, dachte ich heutzutage. Kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung. War das so rum? Hallo? Aber du als Chinesin darfst es ja. Ja, ich darf das. Hallo! Das ist süß. Anastasia fragt sich auch. Ja, und gleich will sie den Hut behalten. Das kennt man ja auch. Das ist auch zum China-Restaurant. Aber ich habe natürlich meine Dampfmaschine. Da brauche ich jetzt nicht extra noch so einen Dampf für euch. Ach, Reis könnten wir noch mal, ne, Justus? Ja, aber du kaufst immer diesen Langkornreis. Man muss aber den kleinen Rundkorn. Ja, Basmati-Reis geht auch gar nicht. Das schmeckt nicht. Nee. Nur so kleine Runde. Na, oh, schnell mal einen Kuss geben. Oh, okay. Ich nehme sie gerne. Oh. Toll, du kannst das am Reis sehen, weißt du, wenn die Krümel so ein bisschen runder sind als dein Basmati-Langkornreis. Ja, und das heißt, dann ist es so Milchreis. Kann man nicht so zusammen. Ja, dann babbt er mehr, aber ich messe hier nicht, dass er babbt. Joe, ja, ich will Joe essen. Jonathan Joe. Hahn. Sie zieht mich hier gerade aus. Was ist das? Ah, guck mal, hier sind diese ein glücklicher Krebs, der in einer heißen Suppe war. Oh. Weiß nicht, ob sie glücklich ist. Und? Die Teller, sind die gut oder was? Authentisches chinesisches Essen im authentisch chinesischen Reisschüsseln. Ja, den Schalen, ich weiß nicht, ob das aber nicht so groß ist, weil die finde ich schicker. Die sind auch ein bisschen zu klein, ne? Die sind zu klein. Wenn man Nudelsuppen isst, Justus, dann müssen das große Schalen sein. Wir haben jetzt auch so Sushi-Schalen mitgenommen. Die kann man ja auch so aus dem Restaurant, finde ich auch super schick. Wenn wir dann zu Hause Sushi machen und essen, dann sieht das gleich so professionell aus irgendwie. Können wir professionell Sushi essen? Die findest du schön? Okay. Ach, Schalen haben wir jetzt aber schon. Ja, wir haben genau. Wir haben jetzt fünf Stück, ne? Auch müssen bei jetzt einem los. Stil bleiben. Ich glaub, sonst wird der Papi nervös. Ja, ich bin schon die ganze Zeit nervös hier. Ansonsten habe ich echt alles bekommen, was ich haben will. Anastasia hat jetzt, glaube ich, langsam Hunger und Durst. Du weißt, er hat immer Hunger und Durst. Und deswegen gehen wir jetzt zum Auto, Justus. Ja, komm, jetzt geht's los. Guck mal, jetzt muss ich dich hetzen. Elisa, kannst so weit du eine Uhr lesen? Ja, eine Uhr, die sie bekommen hatte in ihrer Schultüte. Da muss das ja auch schon voll auspacken. Ich wird schon gefuttert. Oh, ich hätte auch gerne einen. Was? Johann, kannst du mir noch mal einen geben? Wie kann man das so trinken? Wo sind die? Da. So, wir haben es geschafft. Alles ist hinten im Kofferraum. Kannst du
Schön zu sehen. Oh, 1 Million Tüten. Ja, wir haben, wie versprochen, ordentlich zugeschlagen. Jetzt machen wir uns auf den Rückweg, weil alles muss auch in den Kühlschrank und so. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Bald gibt es dann lecker asiatisches Essen in den Vlogs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.